In der Klinik am Südring überrascht der 23-jährige Thomas heute seine Mutter Mareike. Der Anlass für den Besuch des jungen Gärtners ist allerdings traurig. Hallo Frau Pepper. So. Vor ihr einzuziehen, oder? Ich habe mich von Mira getrennt. Genau, wer ist die Liebe? Ja, könnte ich vorübergehend bei dir wohnen? Ist ja, das, klar. Ist das möglich? Ja, aber warum? Komm doch erstmal her. Ja, alles klar. Ich kann es dir auch nicht erklären. Komm erstmal her, was ist denn passiert? Ja, ich kann es dir auch nicht erklären, es ist mir alles zu viel. Du bist ja ganz durcheinander. Ist alles gut? Ach, nee, überhaupt nicht. Ich weiß nicht gerade momentan, was los ist. Also, habt ihr euch gestritten oder? Nee, es passt einfach nicht mehr. Es passt irgendwie zwischen uns nicht mehr. Hallo miteinander. Grüß dich. Hallo. Auf dich habe ich gewartet. Ah, ja. Frau Peplo. Hallo. Ah, wen haben wir denn da, den Hallo, jungen Mann? Hallo, ich bin der Sohn, ja, Thomas Peplo. Genau. Ah, Thomas, guten Tag. Ja, Hallo. Frau Peplo, wie geht's Ihnen denn gut. Heute? Ja, gut. Alles gut. Mit der Luft kommen Sie gut klar? Ja. Alles in Ordnung? Ich würde Sie mal gern noch kurz abhören. Ja. Bei Frau Peplo war es so gewesen, dass sie zuerst eine Bronchitis hatte und diese dann leider nicht auskuriert hatte, was sich dann zu einer Lungenentzündung weiterentwickelt hatte. Gott sei Dank hat die sich gut gemacht und wir konnten ja nicht davon ausgehen, dass wir in Belden noch einen Patienten haben würden. Ja, das hört sich ja schon gut an, ne? Ja, mir geht's ja auch wieder gut. Also, da bin ich ganz begeistert. Ich denke, da steht der Entlassung morgen nichts mehr im Wege. Alles in Ordnung. Bitte? Was haben Sie denn da am Arm? Was habe ich? Ach du meine Güte, Thomas. Haben Sie sich verletzt? Blut ist ja total. Eigentlich, es brennt ein bisschen, aber ich merke das jetzt. Was ist da passiert? Wollen wir uns das mal anschauen? Also, war das die Mira? Habt ihr euch gestritten, nein, oder was? Nein. Ich weiß selber nicht, wie das jetzt zustande kommt, aber es brennt nur ein bisschen. Also, zeigen Sie es halb so schnell, das ist halb so schnell. Machen Sie doch einmal den Knopf auf und dann genau. Können wir einmal kurz einen Blick drauf werfen. Mal auf an, das ist doch halb so schlimm. Wenn es schon eine Schürfwunde ist, ja halb so wild, aber. Aber das ist halb so schlimm, also. Sag mal, und da hinten ja auch. Oh, halb so schlimm sieht aber anders aus, was ne? Was haben Sie denn da gemacht? Ich kann Ihnen ehrlich sagen, nicht sagen, wie das zustande kommt. Was da passiert ist. Ich kann Ihnen wirklich nicht sagen, wie das zustande kommt. Ich weiß es nicht. Ja. Ich kann mir selbst also, nicht erklären. Also, ich würde vorschlagen, dass wir uns das doch mal im Behandlungszimmer kurz. Ja, meinst du, ist das notwendig? Ja, Sie können mitkommen. Ja. Bei Ihnen war ja soweit alles klar. Eine Lunge ist frei. Können wir gut morgen entlassen. Machen wir die Papiere fertig. Ja. Und wir zwei gehen jetzt doch mal ins Behandlungszimmer. Der Patient schien doch sehr aufgebracht zu sein. Besonders merkwürdig war aber, dass er sich an die Verletzungen gar nicht mehr erinnern konnte. Also er wusste nicht, wie er sich die zugefügt hatte. Dr. Nessie Wagner sorgt sich zu Recht um ihren Patienten, der nach der spontanen Trennung von seiner Freundin Mira ziemlich neben sich zu stehen scheint. Noch dazu äußert Thomas' Mutter einen ungeheuerlichen Verdacht. Ich glaube, das ist alles nicht, was er erzählt. Wie meinen Sie das? Ich meine, eigentlich verstehen die sich total gut, aber manchmal sind die schon ein bisschen hitzig miteinander. Und sie ist auch. Ich will Glauben sagen, Sie, dass da irgendwie im Streit die Verletzung passiert sein soll? Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie ihm das angetan hat. Meinen Sie? Also ich würde jetzt erstmal nicht so weit spekulieren. Wer weiß, vielleicht war das ja wirklich ein Unfall. Komisch, finde ich vielleicht, schon vielleicht erzählt er uns das ja gleich. Gehen wir erstmal rein, ne? Hi. Ja, hallo, da kommen Sie her. Holy moly. Das sieht aber nicht mehr in einer Kleinigkeit aus. Das sind ja alles Hämatome. Ja, also das ist halb so schlimm, Mama. Das glaube ich nicht, dass das halb so schlimm ist. Was haben Sie denn da gemacht? Es brennt ein bisschen. Das ist ja. Trotzdem ist es nicht so, wie es aussieht. So. Guck mal gerade, wo überall was ist. Mensch, haben Sie am Rücken auch was? Setz dich mal ganz vorsichtig auf. Ich klopf gerade mal den Rücken ab. Mhm. Mensch, Thomas, ja. Wie ist das denn passiert? Ich kann es dir auch nicht erklären. Tut nirgends was weh? Ich bin hingefallen. Wo denn? Tun Sie sich noch mal zurücklegen? Weiß ich nicht, aber ich bin hingefallen. Das sieht aber so aus, als wenn Sie irgendwie aus dem ersten Stock gefallen wären. Wie ist denn das passiert? In der Wohnung, oder? Ja, in der Wohnung. Ist in der Wohnung. Warst du denn alleine? Nein, Mira ist weggegangen und dann bin ich wohl hingefallen, so unglücklicherweise. Also ich verstehe jetzt erstmal grundlegend gar nicht, warum du dich überhaupt von der Mira getrennt hast. Wie, ich habe mich getrennt von Mira? Wie hast du doch gerade gesagt? Ich habe dir doch eben erzählt, dass Mira sich von mir getrennt hat. Guck, ich habe... Nein? Ich habe sogar einen Brief von ihr. Schau, was sie mir geschrieben hat. Darf ich auch? Das ist halt viel Mühe. Ist irgendwann ein, dass keinen Sinn mehr hat? Das
dass was keinen Sinn mehr hat. Ja, ich kann das auch alles nicht verstehen. Auseinandergelebt? Hä, hey, wieso? Ihr wart für mich das absolute Traumpaar. Es war doch, na gut, ihr habt euch zwischendurch mal ein bisschen gezankt, aber... Ganz ruhig. Summa summarum war das doch alles toll bei euch. Ich meine, zuerst gehört zu haben, dass er gesagt hätte, dass er Schluss gemacht hätte. Dann plötzlich meinte er, dass seine Freundin Schluss gemacht hat. Und gut, ich kann mich ja auch mal verhört haben oder er sich versprochen. Aber er hat total drauf gepocht, dass er die Wahrheit gesagt hätte. Und das hat uns alle total verwirrt. Ja, also er ist ganz verzweifelt, ne? Anscheinend. Ich weiß es nicht, Mama. Irgendwas? Ich kann es dir nicht erklären. Wirklich nicht. Ja, ich verstehe das auch nicht, warum du sie mit dir... Ich kann das immer noch nicht glauben. Also ich würde vorschlagen... Irgendwas stimmt da nicht. Ich habe wirkliche Schmerzen. Können Sie sich das mal angucken? Ich habe es mir gerade eben angeguckt. Ne? So, es ist ja schon sehr merkwürdig, dass Sie sich da gar nicht dran erinnern können. Also ich denke, wir müssen es auf alle Fälle versorgen. Ich denke, da brauchen wir keine Steristrips, aber gut desinfizieren. Wir müssen auf alle Fälle den Brustkorb einmal röntgen und ein CCT machen. Und dann müssen wir uns einfach überlegen. Was ist ein CT? Eine Untersuchung vom Kopf. Ne? Ach so. Also dass wir einfach gucken, ob da Verletzungen sind. Weil mir kommt das schon sehr komisch jetzt im Moment vor. Ach so, Mama. Weil er das immer so... Ne? Weil er hat Zeitsprünge. Und ach so, das Mama, ist also, wo ich dich jetzt gerade sehe. Stimmt irgendwas nicht. Es könnte medizinische Ursachen haben. Was willst du sagen? Ich muss dir noch was sagen. Ich habe mich von Mira getrennt. Kann ich bei dir vorübergehend ein paar Tage unterkommen? Ist das jetzt dein Ernst? Ja klar, ist das mein Ernst. Okay, ich würde sagen, ich glaube, ich werde mal die Mira anrufen. Das ist das Beste, genau. Also, irgendwas stimmt hier nicht. Ich kümmere mich mal erstmal um die Wunden, dann bringen wir sie zum CT, ne? Während es für den jungen Gärtner mit den erschreckenden Blessuren und eben solchen Gedächtnislücken in die Radiologie geht, könnte sich der Krankenhausaufenthalt für Patientin Petra unerwartet verlängern. Der Grund? Die 56-jährige Ehefrau wurde vergiftet. Guten Tag. Hallo. Na, wie geht's Ihnen? Morgen geht's ja nach Hause? Ja. Ja, alles okay soweit bei Ihnen? Ach, ich weiß auch nicht. Ich habe so ein Darmzwicken. Das ist eben auch schon aufgefallen. Okay, also mal ganz kurz mit den Medikamenten. Hat's ja bis jetzt eigentlich alles ganz gut Genau, die waren wie gehabt und alles soweit Na, gut. Ja, es war auch alles gut bis jetzt. Das ist jetzt heute zum ersten Mal aufgetreten. Ja, ich verstehe es gar nicht, weil morgen soll zu nach Hause gehen. Ja, jetzt aber sicher nicht. Vielleicht kann das doch an den Medikamenten liegen. Also eigentlich hat sie die ja die ganze Zeit gut vertragen. Jetzt sehe ich gerade, was hat sie denn da gegessen? Jetzt hier einen Kuchen gebacken mit ganz frischen Zutaten aus dem Garten. Hans kann ja sonst gar nicht backen. Ist das nicht süß von ihm gewesen? Das ist ja wirklich, ja ich habe eben im Kochboot geschnüffelt von meiner Frau. Und haben Sie es mal versucht? Ja. Was haben Sie denn da alles reingepackt, wenn ich fragen darf? Ja, Hauptbestandteil ist also Zucchini, Mehl, Zucchini. Eier. Okay. Haben wir selber im Garten. Haben wir letztes Jahr extra neu gezogen. Aber wir wissen auch, dass wenn Gemüse im Kuchen ist, dass das nicht unbedingt Vitamine sind, sondern dass es eher wirklich für die Konsistenz des Kuchens ist. Ne? Ja. Das wissen Sie. Es kann mal sein, dass es tatsächlich an der Zucchini liegt. Ne? Weil es gibt Vergiftungserscheinungen, wo man dann tatsächlich auf diesen Kuchen so reagiert. War der bitter, dieser Kuchen? Ich wollte gerade sagen, kommt auch dieses bittere Aufstoßen und komischer Geschmack. Ja, genau. Ich hatte Probleme, ihn runterzubekommen. Der Anbau von Zucchini ist erstmal zu begrüßen. Es kann jedoch in seltenen Fällen vorkommen, dass sich ein Gift bildet, sogenannte Cucurbitazine. Und diese schmecken aber sehr bitter. Das heißt, wenn man bei selbst angebauten Gemüse bemerkt, dass diese sehr bitter sind, dann sollte man sie tunlichst entsorgen und nicht mehr verwenden. Schatz, da tut mir jetzt wirklich leid, dass dir jetzt wirklich nicht so mehr so gut geht. Oh Schatz, das habe ich doch auch nicht gewusst. Da sollten wir lieber nicht selber ziehen. Da können Sie, das ist ja total lieb von Ihnen. Also das ist wirklich... ganz toll und machen Sie ruhig weiter so. Ihre Frau kann Ihnen da sicherlich weiterhelfen. Wenn wir lieber Jungpflanzen kaufen. Ja, nicht? Und da machen Sie das. Ich finde es so toll, dass Sie das gemacht haben. Vielleicht machen wir den nächsten Kuchen mal zusammen. Genau. Ne?
Soll sie denn irgendwas bekommen? Sollen wir ihr ja, haben? Ich würde vorschlagen, jetzt beobachten wir das. Und wenn es tatsächlich schlimmer wird, dann geben wir ein bisschen Aktivkohle, einfach 50 Milligramm. Ist übrigens auch gut, wenn man sowas zu Hause hat. Denn wenn Vergiftungen auftreten, da kann man mit Aktivkohle schon viel bewirken. Und dann ist es tatsächlich so, wenn man das daheim im Schrank hat und dann natürlich den Notarzt ruft, wenn man irgendeine Vergiftung hat oder das vermutet, gerade auch bei Kindern. Und wenn sie das immer im Schrank haben, dann kann man schon mal erste Hilfe dabei leisten. Und kann man nichts mit verkehrt machen? Nee, eigentlich nicht. Aber ich würde immer, bevor ich ein Medikament nehme, vorher kurz anrufen, Notarzt rufen und fragen an der Leitstelle. Die wissen da sehr gut Bescheid und können Ihnen dann die entsprechenden Tipps geben. Okay? Okay. Also ich denke, wenn das jetzt bis morgen alles in Ordnung ist, dann kann sie morgen auch nach Hause gehen. Jetzt müssen wir einfach gucken. Wenn es Ihnen aber schlechter geht, melden Sie sich noch mal bei Schwester Anna auf alle Fälle. Aktivkohle bekommt in der Hausapotheke von Gartenfreundin Petra ab sofort einen festen Platz. Einen festen Platz in Thomas' Leben hatte bislang Friseurin und Traumfrau Mira. Doch nun ist Schluss. Das glaubt zumindest der 23-Jährige, dessen Kopf inzwischen eingehend von den Ärzten untersucht wurde. Ja, was ist denn passiert? Ja, wie, was ist passiert? Du hast mir doch einen Brief geschrieben, dass es Schluss ist zwischen uns, dass vorbei ist. Oder ja, nicht? Das war das, was ich am Telefon meinte. Ich glaube, ich sag jetzt mal ein bisschen was zur Aufklärung. Ich weiß gerade gar nicht, was du meinst. Also, er hat einen Brief gefunden morgens. Aber der war gar nicht an ihn gerichtet. Also ich habe mit Jasmin zusammen habe ich einen Brief geschrieben, weil sie gern ihren Freund verlassen würde. Ach. Und der Thomas hat es gefunden und dann gab es da so ein Missverständnis. Aber wir haben das auch eigentlich geklärt. Deswegen, ich verstehe gerade gar nicht, was los ist. Ich bin also ihr hattet es schon geklärt, dass der Brief nicht für ihn war, ja, sondern genau, für deine Freundin. Genau. Ich verstehe jetzt gerade überhaupt nichts. Also irgendwie ist, ich weiß auch nicht, also ich kann mir das alles gerade nicht erklären. Ja, wir hatten das geklärt, dass es auf jeden Fall ein Missverständnis war, dass ich ihn auf gar keinen Fall verlassen wollte, um Gottes Willen. Dann bin ich zur Arbeit gegangen und bin nach Hause gekommen, habe dann komplettes Trümmerfeld vorgefunden. Glastisch kaputt, der Schrank ist an den Tisch gefallen, die Koffer sind weg. Ich wusste gar nicht, was los ist. Und davon weißt du alles nichts? Ich weiß von nichts. Wie Glastisch kaputt? Warte mal gerade. Also so langsam glaube ich, dass wir der Sache so ein bisschen näher kommen. Also wie war das gewesen? Sie haben den Brief für jemand anderes geschrieben, habe ich es richtig verstanden? Genau, die Freundin von mir, die möchte ihren Freund verlassen. Ach, aber sie zwischen ihnen ist eigentlich... Bei uns ist alles gut. Das hätte ich mir auch nicht vorstellen können, ehrlich gesagt. Also die streiten mal, aber eigentlich sind die... Ich glaube, so langsam... Herz und Seele, ne? So langsam kommt schon meine Erinnerung, wo ich mir denke, ja, wir hatten darüber gesprochen. Stimmt. Ja, was ist denn bei den Untersuchungsergebnissen rausgekommen? Also eigentlich haben wir jetzt so nichts festgestellt. Also im CT war alles in Ordnung, im Röntgen auch. Gott sei Dank haben wir keine schlimmeren Verletzungen festgestellt. Es gibt aber so ein Krankheitsbild. Es kommt öfters mal nach Traumen psychischer oder körperlicher Art, aber manchmal auch eigentlich aus vollem heiteren Himmel, zu so einem Gedächtnisverlust ab so diesem Ereignis. Ne? Das heißt, das gesamte Kurzzeitgedächtnis ist dann ausgeschaltet und das war ja bei ihm eigentlich so gewesen. Erinnern Sie sich jetzt noch, wie die Mira reingekommen ist, wie wir hier ins Zimmer gekommen sind? Ja, klar. Das, daran kann ich mich erinnern. Genau. Ja. Ne? Das spricht eigentlich auch dafür, das nennt man TGA, transiente globale Amnesie. Und das Typische ist daran eigentlich, dass er eigentlich von früher noch genau Bescheid weiß. Bei unserem Patienten war es so, dass Teile des Kurzzeitgedächtnisses tatsächlich wieder eingetreten sind. Das heißt, hier kann es sein, dass eine psychische Komponente beteiligt war. Es war nur ab diesem Moment, wo Sie diesen Brief gelesen haben. Das scheint ja der Auslöser gewesen zu sein. Wahrscheinlich. Ich kann mich auch nur noch bruchteilig erinnern. Daran können Sie sich nicht erinnern. Ne? Das wäre dann ganz typisch. Das ist wie ein Blackout. Das hat ihn dann so geschockt, dass er dann die anderen Dinge vergessen hat. Das hatte man früher so in Kriegsfällen und sowas öfters. Wir mussten natürlich auch andere Sachen ausschließen. Es kann auch mal eine Gehirnerschütterung, Hirnblutung oder Schlaganfall oder sowas dahinter stecken. Oder von seinen Verletzungen eben, dass er sich da irgendwas gemacht hat. Kann sowas denn immer wieder auftreten? Also
wir sind mal froh. Es ist ein sehr seltenes Krankheitsbild, das muss man dazu sagen. Und es tritt auch eigentlich relativ erst bei älteren Leuten auf. Und es ist ganz selten bei so jungen Patienten. Aber nichtsdestotrotz tritt es in den allermeisten Fällen nur ein einziges Mal auf. Es kann mal noch mal auftreten, aber davon ist jetzt eigentlich nicht auszugehen. Und Sie wissen jetzt auch Bescheid. Glücklicherweise ist es bei diesem kurzzeitigen Blackout geblieben und der 23-Jährige erlangt sein Erinnerungsvermögen vollständig zurück. Darüber sind Thomas und Mira gleichermaßen froh. Schließlich verbinden die beiden viele unvergessliche Momente.